Primes ist das Stofferdeck. Und Stofferdecke, das wissen wir, die muss man hegen und pflegen, besonders wenn der Sommer kommt. Genauso übrigens wie Schiebedächer. Endlich, die neue Open-Air-Saison ist da. Jetzt wieder Cabrio fahren. Allerdings sollte man sich nun auch die Zeit für die Verdeckpflege nehmen. Jasmin ist stolze Besitzerin eines Audi Cabrios. Das Stofferdeck ihres 18 Jahre alten Wagens benötigt jedoch dringend einen Frühjahrsputz. Weniger pflegebedürftig ist dagegen ein Schiebedach. Aber auch hier kann es, wie bei Konstantins Citroën, hin und wieder Probleme geben. So ein Mist, da rührt sich nichts. Nicht nur Cabrio-Dächer sollte man einmal im Jahr gründlich reinigen, auch Schiebedächer brauchen hin und wieder ein bisschen Fürsorge. Schiebedachspezialist Hans Wöpse ist der Mann für Konstantins Problem. Über 1500 Schiebedächer hat er bereits eingebaut. Dann schauen wir mal, was wir machen können, dass wir das da wieder zum Laufen bekommen. Kfz-Aufbereiter Markus Herrmann weiß, auf was es bei der Cabrio-Dachpflege ankommt und kümmert sich um Jasmins Audi. Ja, also hier wird's Zeit, ne? Auto setzt ja schon Moos an. Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr getan hier. Und los geht's mit der Reinigung. Muss ich dann bei der Auswahl der Putzintensilien irgendwas beachten? Wichtig ist, dass man nicht nur irgendein Waschmittel nimmt, sondern gleich einen richtigen Verdeckreiniger. Hiermit kriegen wir es richtig sauber und hiermit kann man auch nichts verkehrt machen. Bei der Auswahl der Bürste sollte man darauf achten, dass diese nicht zu hart ist. Denn sonst beschädigt man den Verdeckstoff. Während Jasmin und Markus kräftig schrubben, sucht Hans Wöpse die Ursache für den Schiebedachstillstand. Ja, was könnte es denn sein? Ja, gut, nachdem das Dach jetzt überhaupt nichts macht, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ist die Stromversorgung unterbrochen, oder es ist der Schalter kaputt, oder der Motor ist kaputt. Und die Mechanik kann es nicht sein? Nein, weil wenn die Mechanik kaputt wäre, würde das Dach zumindest einen Rucker fahren oder würde versuchen zu fahren, auch wenn die Mechanik blockiert ist. Aber wenn er gar nichts macht, dann deutet es einfach auf im Prinzip ein elektrisches Problem an. Und was machst du jetzt da? Strom überprüfen und schauen, ob unser Strom da ist. Ja, Strom ist drauf. Also ist der erste Fehler schon mal nicht. Dann können wir bloß nur schauen, ob der Schalter ist. Auf dem Schalter ist aber auch Strom drauf. Dann bleibt die dritte Möglichkeit nur noch, dass der Motor defekt ist. Und dazu müssen wir den Motor mal ausbauen. Wie kann das denn sein, dass so ein Motor einfach ausfällt? Ja gut, das kommt zwar sehr selten vor, sowas, aber nach so vielen Jahren, so alt wie das Dach schon ist, kann das schon mal passieren, dass halt innen eine Wicklung durchbrennt. Und die kann man auch dann nicht reparieren. Da muss man dann den Motor komplett als Ersatzteil tauschen. Zurück bei der Cabrio-Dachreinigung. Was schleppst du denn da an? Das ist jetzt ein Nasssauger. Wir haben jetzt das Dach nur die Hälfte eingeschäumt, damit der Dreck nicht wieder antrocknet. Deswegen tut man jetzt hier mit dem Nasssauger absaugen und dann gehen wir an die andere Seite. Und warum nehmen wir nicht einfach einen Wasserschlauch? Wasserschlauch würde nur den oberflächlichen Dreck abspülen, aber aus den Tiefen vom Stoff holt nur der Nasssauger den Dreck raus. Das ist viel effektiver wie nur mit dem Wasserschlauch. Denn der spezielle Sauger sprüht mit Druck Wasser in den Stoff und saugt es direkt wieder raus. Einen Nasssauger kann man sich im Baumarkt für ca. 20 Euro pro Tag ausleihen. Ursache für den Schiebedachdefekt war ein kaputter Motor. Für 80 Euro gibt es einen neuen, dazu kommen noch 40 Euro Einbaukosten. Gleich wird sich zeigen, ob es nur am Motor lag. Dann können wir gleich mal einen Probelauf machen. So, Motor ist fest. Jawohl! Ja, jetzt geht's wieder. Ja, spitze. So soll ein Schiebedach sein. Und wenn dir in 10 Jahren wieder das passiert, dass das Dach nicht geht und es wäre gerade auf und es würde zum Regnen anfangen, gibt es ja die Notkurbel dazu. Ah. Die steckt man hier rein, entriegelt das Dach und dann kann man das Dach von Hand fahren. Das ist super. Und natürlich auch von Hand schließen, weil wenn es dann eben zum Regnen anfängt, dann regnet es wenigstens nicht ins Auto. Ah, super. Ja, das ist gut. Die Notkurbel befindet sich bei einigen Fahrzeugen unter der Abdeckung des Elektromotors im Dachhimmel. Das saubere Cabrio-Dach erstrahlt bereits in neuem Glanz. Das Dach haben wir gereinigt, das Dach ist wieder trocken. Jetzt ganz wichtig für den Schutz, dass wir es imprägnieren. Das mache ich. Machst du. Die Imprägnierung schützt den Stoff vor Schmutz, Vogelkot und schädlichen UV-Strahlen. Beim Einsprühen muss man den angegebenen Mindestabstand einhalten.
Was machst du jetzt? So, jetzt mit Politur und Schwämmchen werden wir jetzt für einen klaren Durchblick bei deiner Plastikheckscheibe sorgen. Ah. Die Kratzer auf der Plastikheckscheibe stammen meist von der Waschanlage oder von Schmutzpartikeln, die beim zusammengefalteten Dach an der Scheibe scheuern. Wow, da sieht man einen richtigen Unterschied zwischen der behandelten und der unbehandelten Seite. Ja. Super. So, ganz wichtig bei der Kabelpflege und vor allen Dingen deren Sichtigkeit ist, dass wir hier diese Gummis pflegen. Mhm. Hier ist so ein Gummi- und Kunststoffpflegemittel. Wo kriege ich das her? Das bekommst du in Autozubehör, in Baumärkten, da bekommst du sowas. Mhm. So, das reicht schon. Und auch für das Schiebedach gibt es Pflegetipps vom Profi. Also allgemein einfach bloß ein bisschen schauen, dass die Firmen selber nicht grob verschmutzen. Wenn sie es einfach mit einem trockenen Lappen einfach etwas sauber machen, dass der grobe Dreck weg ist und dann einfach ab und zu mal einfach ein bisschen nachfetten. Kann ich da dann auch irgendein Fett nehmen? Oder? Am besten haushaltsübliche Vaseline, was man halt so zu Hause hat. Es muss auf jeden Fall säurefreies Fett sein, damit diese Firmen nicht verharzen, weil dann läuft das Dach nicht mehr. Ja, und wie oft sollte man das dann so fetten? Ja gut, fetten würde es reichen, so alle paar Jahre mal. Aber kontrollieren, ob die Führungen sauber sind, sollte man schon einmal im Jahr, dass eben da kein grober Dreck drin hängt. Und abgesehen von den Laufschienen, worauf muss ich noch achten? Gut, wichtig wäre auf jeden Fall, die Dichtung sauber zu halten. Mhm. Das heißt, da sollte man regelmäßig schauen, dass die Dichtung hier oben sauber ist. Man nimmt einen feuchten Lappen und versucht einfach, die Dichtung hier oben ordentlich sauber zu machen. Das ist fast eins der wichtigsten Sachen am Schiebedach. Drüben bitte genauso auf der drüben Seite. Und dann ist einfach wichtig, dass man darauf achtet, dass gerade so im Herbst, wenn Laub und Tannennadeln runterkommen, dass die nicht auf der Dichtung liegen. Weil wenn eine Tannennadel auf der Dichtung liegt, ist das Dach natürlich undicht. Ja. Mit der richtigen Pflege können sowohl ein Schiebedach als auch ein Cabrio-Verdeck ein Autoleben lang halten. Wie sehen denn eigentlich Ihre Felgen aus? Sind die immer schön blitzblank oder werden die bei einer Autowäsche auch schon mal ausgelassen? Aber ganz egal, wie sie aussehen, man kann immer was dagegen tun. Die notwendige Reinigung beginnt schon dort, wo man Schmutz und Korrosion nicht sieht, hinter der Felge. Dort hat die Pflege aber sogar einen sicherheitsrelevanten Aspekt. Beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen sollte man achten, dass die Korrosion an der Radnabbe verschwindet, damit dann die neue Sommerfelge wieder plan anliegt. Weil sonst könnte es passieren, wenn noch Roststände da sind, dass sie nicht plan anliegt und der Reifen könnte wackeln. Die Radnaben mit einer leicht gebogenen Drahtbürste entrosten. Danach die blanke Metalloberfläche vor neuer Korrosion schützen. Am besten hitzebeständige Aluminiumpaste mit einem Pinsel auftragen.